Im letzten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ihr den Schnitt von eurer Lieblingshose abnehmen könnt. Und wie ihr das näht, das zeige ich euch heute. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist die Stoffwahl. Und zwar ist das abhängig davon, wie eure Ursprungshose aussieht. Meine ist generell etwas weiter, deswegen ist es eigentlich egal, was für einen Stoff ich nehme. Liegt eure Ursprungshose aber eng an, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Jersey-Stoff nehmen, also einen elastischen Stoff, damit ihr den auch wirklich über eure Hüften bekommt und keine Probleme habt beim Anziehen, weil diese Hose halt jetzt keinen Einstieg hat, also keine Reißverschlussöffnung oder keine Knöpfung, die ihr halt öffnen könnt, damit ihr das problemlos über euren Hintern bekommt. Meine Ursprungshose ist zwar etwas weiter, also könnte ich jetzt auch einen festen Stoff nehmen, ich habe mich aber trotzdem wegen dem Stoff und wegen der Gemütlichkeit für ein Jersey entschieden. Und das Bündchen oben habe ich aus einem anderen farbigen Jersey gemacht. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass das Bündchen auch ein elastischer Stoff ist. Ihr könnt halt entweder dann den gleichen Stoff wie den Hosenstoff nehmen oder wie ich jetzt eine andere Farbe oder auch einen anderen Stoff. Für die Bündchen unten am Saum, also für die Knöchelbündchen, habe ich den gleichen Stoff genommen wie meine Hose. Wichtig ist dabei auch wieder, dass er elastisch ist. Wie viel Stoff ihr benötigt, das hängt auch wieder von einer Sache ab. Und zwar kommt es darauf an, wie breit der Stoff ist und wie breit eure Schnittteile sind. Bei mir hat das beim Zuschnitt jetzt geklappt, dass der Stoff so breit war, dass ich beide Hosenbeine nebeneinander bekommen habe. Deswegen brauchte ich jetzt eigentlich nur die Länge meiner Hosenbeine als Länge des Stoffes. Wenn ihr aus dem Stoff dann auch noch die Bündchen haben wollt, dann braucht ihr dementsprechend halt auch noch ein bisschen mehr Stoff. Sollten die Hosenbeine aber nicht nebeneinander passen, dann könnt ihr die Hosenbeine untereinander legen. Dann braucht ihr halt doppelt so viel Stoff, also von der Länge her, wie eure Schnittteile lang sind. Dann braucht ihr natürlich noch den Stoff fürs Bündchen. Wenn ihr das nicht aus dem gleichen Stoff machen wollt, dann braucht ihr da zusätzlich noch anderen Stoff. Neben den Stoffen und dem Hosenschnitt braucht ihr dann noch ganz normal eine Nähmaschine, Overlock oder eine normale Nähmaschine, Stecknadeln und eine Stoffschere. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und hoffentlich auch beim Nachnähen. Legt den Stoff nun doppelt hin, also so, dass die rechten Stoffseiten innen liegen und sich anschauen. Die äußeren Webkanten sollten bündig aufeinander liegen. Legt nun die Schnittteile auf. Probiert ruhig ein bisschen aus, wie ihr die Teile möglichst platzsparend auflegen könnt. Da in meinem Schnitt schon Nahtzugaben enthalten sind, kann ich die Teile sehr nah aneinander legen. Wenn ihr einen Musterstoff habt, solltet ihr darauf achten, dass das Muster auch richtig rum verläuft. In meinem Fall kann ich die Teile in verschiedene Richtungen auflegen. In meinem Schnitt ist auch eine Tasche eingezeichnet, die beachte ich bei dieser Hose aber erstmal nicht. Steckt euch die Teile nun gut fest. Für meine Bündchen habe ich keine Schnittteile und schneide sie auch erst nachher zu. Jetzt könnt ihr die Teile zuschneiden und anschließend die Schnittteile wieder abmachen. Jetzt nehmt ihr ein Vorderteil und ein Hinterteil. Legt es rechts auf rechts bündig aufeinander. Steckt euch die Innenbeinnähte und die Seitennähte zusammen. Macht das auch mit den anderen Teilen. Jetzt näht jeweils die Innenbeinnähte und die Seitennähte zusammen. Ich nähe die komplette Hose mit der Overlock-Maschine. Dadurch habe ich eine elastische Naht und direkt alles versäubert. Näht ihr aber mit einer normalen Nähmaschine und habt einen Jersey-Stoff, solltet ihr einen leichten Zickzackstich nehmen. Dadurch ist die Naht etwas dehnbarer. So, jetzt habt ihr schon beide Hosenbeine. Jetzt werden beide Hosenbeine verbunden, indem ihr die Schrittnähte zusammennäht. Dafür wendet ihr ein Hosenbein auf rechts und stopft es in das andere Hosenbein rein. Die rechten Stoffseiten sollten sich nun anschauen und die jeweils kürzeren vorderen und die längeren hinteren Schrittnähte sollten aufeinander liegen. Steckt euch nun die beiden Teile zusammen. Fangt an der untersten Stelle an, wo beide Innenbeinnähte aufeinandertreffen. Legt dabei eine Nahtzugabe in die eine und die andere Nahtzugabe in die andere Richtung. Dann wird die Naht an der Stelle nicht so dick. Jetzt näht die Nähte zusammen.
Jetzt zieht das eine Hosenbein wieder raus. Das sieht doch schon nach einer Hose aus. Oben am Bündchen seht ihr nur nochmal, dass die hintere Schrittnaht länger ist als die vordere. Jetzt kommen die Saumbündchen. Die mache ich wie gesagt aus dem gleichen Jersey-Stoff wie die Hose. Dafür habe ich nun zwei Rechtecke zugeschnitten. Die sollten so lang sein, dass ihr sie angenehm um eure Knöchel legen könnt. Natürlich um eure Fußknöchel. Dabei dürfen sie etwas gedehnt werden. Da sie anschließend der Länge nach gefaltet werden, sollten sie doppelt so breit sein, wie das Bündchen hinterher sein soll. Klappt nun die kurzen Seiten rechts auf rechts zusammen, steckt sie euch fest und näht sie zusammen. Das macht ihr genauso mit dem anderen Bündchen. Nun markiert ihr euch mit Nadeln die Mitte des Bündchens, dann habt ihr es beim Annähen etwas leichter. Jetzt faltet ihr das Bündchen so zusammen, dass die rechte Seite außen liegt und die Naht und die Markierung aufeinander liegen. Macht das auch mit dem anderen Bündchen. Das Bündchen ist natürlich jetzt deutlich kleiner als der Saum der Hose. Es wird beim Nähen aber auf die Weite des Hosensaums gezogen, dadurch zieht sich die Hose unten zusammen und liegt schön eng am Knöchel. Steckt euch nun die Naht des Bündchens bündig an die Innenbeinnaht und die Nadelmarkierung an die Seitennaht. Achtet darauf, dass alle Stofflagen bündig sind. Macht alles auch mit dem anderen Bündchen. Jetzt geht's an die Nähmaschine. Nehmt euch für diesen Schritt ruhig etwas Zeit, denn das kann beim ersten Mal etwas knifflig sein. Beginnt am besten an der Naht des Bündchens und näht nun ganz langsam das Bündchen fest. Dabei müsst ihr das Bündchen ordentlich ziehen, damit es auf die Länge des Hosenbeins kommt. Achtet auch hier darauf, dass ihr alle Stofflagen mitfasst. Und beim Ziehen des Stoffes solltet ihr auch vorsichtig sein. Die Nadel sollte beim Ziehen entweder nicht im Stoff stecken oder ganz tief. Sonst kann die Nadel schnell abbrechen. Kontrolliert die Naht einmal und vernäht den überstehenden Faden. Dafür nehme ich eine dicke Nadel und ziehe das Ende des Fadens durch die Naht. So kann nichts aufgehen. Macht alles auch auf der anderen Seite. Ich ziehe mir jetzt alles einmal auf rechts und kontrolliere nochmal, ob ich alles mitgefasst habe. Jetzt kommt das obere Bündchen. Dafür habe ich einen anderen Jersey-Stoff genommen, was eine nicht ganz so gute Wahl war, da sich dieser Stoff an den Rändern stark einrollt und alles ganz schön erschwert. Daher rate ich euch, normale Bündchenware zu nehmen oder einen Jersey, der sich nicht so einrollt. Die Größe des Bündchens ermittelt ihr wieder genauso wie mit den Knöchelbündchen. Legt euch den Stoff diesmal nur um die Hüften. Auch das Nähen funktioniert genauso, es ist nur alles etwas größer. Daher könnt ihr euch auch mehrere Stellen am Bündchen markieren, damit ihr die Weite beim Nähen gleichmäßig verteilen könnt. Das Bündchen steckt ihr nun mit den Markierungen der Reihe nach an die Hose. Beginnt, indem ihr die Naht des Bündchens auf die hintere Schrittnaht steckt. Die nächste Markierung steckt ihr auf die Seitennaht und so weiter. Beim Annähen hatte ich so meine Probleme, da sich das Bündchen so eingerollt hat. Also nochmal mein Rat, achtet beim Kauf darauf, dass die Kanten des Bündchens schön glatt liegen.